Hallo Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. Heute soll es mal darum gehen, mit 125er, also mit 125ern allgemein, 125 Kubik auf größere Tour gehen. Und die Antwort vorab, ja, ich empfehle es, ich kann es auch empfehlen, aber ich möchte euch halt ein bisschen genauere Infos geben. Wie viele Kilometer sind denn realistisch pro Tag? Und da kann ich euch zuerst mal erzählen, dass ich ja nach Würzburg gefahren bin, einfach so. Eigentlich mache ich so, ich tanke voll und fahre dann einfach drauf los, bis der Tank leer ist. Dann tanke ich voll, wenn ich halt noch eine Tankfüllung brauche, um nach Hause zu kommen. So fahre ich eigentlich Motorrad. Das ist die Hauptvorgehensweise von mir, wie ich halt Motorrad fahre. Und dazu kann ich nur sagen, jeder macht es anders. Und deshalb kann ich darüber urteilen, ob ich halt es für sinnvoll finde, längere Strecken zu fahren. Also zuallererst, es kommt sehr stark auf euer Wohlbefinden an und auf die Maschine, die ihr fahrt. Also ich fahre eine Sporttourenmaschine, also keine Supersportler. Sie hat einen höheren Lenker als die Sitzposition. Das ist schon mal eigentliche Voraussetzung, damit ihr bequem unterwegs seid. Und wie alle Leute hier auf 40 abbremsen, weil hier ein Blitzer bei 50 ist, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall kann ich sagen, zuerst muss die passende Maschine gefunden werden. Da darf nichts kneifen, es darf auch irgendwie nicht euren Hintern unbequem sitzen lassen durch harte Kanten oder sonst wie. Und als zweites ist ein Windschutz eigentlich anzuraten, weil durch den Windschutz erhöht sich euer Fahrkomfort, vor allem auf Autobahnetappen. Also es geht auch mit Naked Bikes, aber da seid ihr ganz schnell in der Situation, wo es euch an den Schultern oder so zieht. Also wenn ihr nicht wirklich, dazu komme ich gleich zu den körperlichen Eigenschaften, also zur Fitness, die ihr dafür aufweisen müsst. Auf jeden Fall reduziert es die Belastung auf euren Körper, und desto anfälliger ihr seid halt auf Zugbewegungen und Seitenwind, desto empfehlenswerter ist eine Vollverkleidung wie bei einer Sportler oder so, weil die erleichtert es wirklich einem enorm. Und sobald ihr auf längerer Tour seid, könnt ihr die linke Hand vom Lenker nehmen und mit der rechten gebt ihr halt minimal Gas. Was gebe ich hier? 2 mm Gas, um die Geschwindigkeit zu halten, also wirklich minimal. Also bei 125ern ist nicht wirklich ein Unterschied, ob ihr Halbgas oder Vollgas gebt, kommt ungefähr aufs Gleiche raus, zieht weder noch wirklich im hohen Gang. Also war das das. Also zuerst muss das Bike passen, dann müsst ihr halt schauen, wohin wollt ihr auf Tour gehen. Wenn ihr in Urlaub fahren wollt, müsst ihr halt schauen, dass ihr Gepäck unterbringt, irgendwie einen Tankrucksack empfehle ich nicht bei einem metallischen Tank, weil der einfach zerkratzt wird, der Tank, und es ist einfach nur ein riesen Kostenfaktor, und ich würde mir jetzt nicht die Repsol-Maschine zerkratzen lassen wollen. Da würde ich euch lieber Satteltaschen oder so vom Lewis für 100 bis 150 Euro empfehlen. Es gibt auch immer wieder welche im Angebot, und ja, das sollte reichen, und eine Gepäckrolle vielleicht, falls ihr ein Zelt oder sonst irgendetwas mitnehmen wollt oder fischen wollt oder was auch immer. Also eine Gepäckrolle auf dem Sozius sitzt, und das sollte es eigentlich sein. Es sollte möglichst schmal sein, damit ihr noch im Stau zwischendurch fahren könnt. Auch wenn es nicht erlaubt ist, wenn ihr es langsam macht, wird es in der Regel toleriert. Vor allem, wenn ihr die Rettungsgasse auch frei haltet, wenn ein Einsatzfahrzeug kommt. Immer schön drauf achten. Ne? Und dazu kann ich halt sagen, Gepäckunterbringung ist halt je nach 125er unterschiedlich, und meiner Meinung nach braucht ihr nicht viel Gepäck. Je öfter ihr reist, desto mehr merkt ihr, dass ihr viel weniger Gepäck braucht, als ihr sonst mitnehmt. Das wisst ihr auch aus Urlauben und so. Und deshalb empfehle ich euch einfach, packt nicht zu viel mit. Was dazugehört, sind halt natürlich Unterwäsche, 2-3 T-Shirts, je nachdem wie lange ihr halt bleiben wollt, wenn ihr 2-3 Tage bleiben wollt. Ein paar Schuhe zum Ausgehen, eine Jeans und ein Pulli vielleicht, wenn es kälter wird. Und halt die normalen Verpflegungsmittel, Rasierer, Zahnbürste, Zahnpasta. Also Zahnpasta nicht unbedingt, könnt ihr auch vor Ort kaufen, aber das sind halt so die typischen Verpflegungsmittel, die ihr noch braucht. Oh, ich wollte eigentlich nach links, aber okay. Auf jeden Fall, das solltet ihr halt einpacken, und da ist die 125er
je nach Modell halt unterschiedlich geeignet. Supermotos sind da nicht geeignet, weil die halt hinten keine Satteltaschen auch anbringen können in der Regel. Die können aber so eine, ja, dann solltet ihr euch schon eine Sportler oder Naked Bike kaufen, wenn ihr halt irgendwelche Gepäcksysteme anbringen wollt, halt aus dem Zubehörhandel. Da vorne ist der Lewis. Ich könnte euch eigentlich drin welche zeigen, aber gerade echt nicht. Auf jeden Fall. Das war's zum Gepäck. Dann komme ich zur körperlichen Voraussetzung, also um auf Tour zu gehen. Also am Ende des Videos werde ich euch sagen, ein Fazit sagen, wie weit ihr halt kommt, realistisch mit einer 125er. Also ich kann euch bloß sagen, körperlich solltet ihr fit sein. Wenn ihr irgendwie plant in den Sommerferien, in 2 Monaten zum Beispiel, naja, zum Glück keine 30, in 2 Monaten irgendwie loszufahren auf eine Tour von 800 Kilometern oder so, vor allem wenn ihr in die Berge oder so geht, erschöpft es halt enorm. Da solltet ihr wirklich vorher trainieren, und mit trainieren meine ich Kraftübungen und kein Ausdauertraining, sondern Kraftübungen, und vor allem den Rücken durch Klimmzüge, durch Rudern, durch Liegestützen. Liegestützen trainieren euch eigentlich universell, also wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, Sit-Ups könnt ihr getrost weglassen, das ist unnötig. In der kurzen Zeit baut ihr eh keine großartige Muskelmasse auf, ihr braucht Kraft, und die kriegt ihr hauptsächlich durch Liegestütze und Kniebeugen. Kniebeugen, weil es eure ganzen Beine stärkt. Das war das, wieso ich so viel Topspeed Autobahn aushalte, also 2 Stunden Topspeed Autobahn, irgendwie 200 Kilometer, die ganze Zeit in gebückter Haltung. Ab und zu mal kurz aufgerichtet, aber ansonsten 2 Stunden am Stück, also immer schön Kniebeugen und Liegestützen. Die 2 Übungen kann ich empfehlen, und dazu einfach bis zur Erschöpfung trainieren, jeden zweiten Tag, und dann werdet ihr sehen, wenn ihr ein bisschen proteinlastiger esst. Ihr könnt einfach klischeehaft ein paar Eier und ein Fleisch am Tag essen, oder halt das Fleisch, wenn ihr Veganer seid, könnt ihr das durch Tofu oder sonst was ersetzen. Ich möchte hier keinen angreifen, und dadurch seid ihr halt fit. Und das Thema hier ist wirklich wichtig für mich, weil es ziemlich komplex ist und man ziemlich viel Scheiße bauen kann. Und Blitzer. Auf jeden Fall. Das wäre es zur körperlichen Fitness, weil wenn ihr das trainiert habt, durch Liegestützen trainiert ihr so ziemlich jeden Muskel, dann kriegt ihr auch keine Nackenverspannungen und sonst wie. Und da wäre ich schon bei dem Thema, relaxt euch bei der Fahrt. Versucht nicht irgendwie 5 km/h mehr oder so auf der Autobahn rauszubekommen. Lernt euch zu entspannen und entspannt auf dem Motorrad zu sitzen. Durch die Entspannung verkrampft ihr nicht so schnell und schafft viel mehr Kilometer und in entspannterer Fahrweise. Und lasst euch nicht stressen, dass ihr eine halbe Stunde später als gewollt ankommt. Also irgendwo in eurem Hotel, oder falls ihr gar nicht irgendwo pennen wollt, vielleicht bei Bekannten oder sonst wie. Ein Freund, der Freundin oder wie auch immer, ich weiß ja nicht, wohin ihr die Tour machen wollt. Einfach entspannen und kurz Bescheid sagen, dass ihr ein bisschen später kommt, und fahrt nicht unnötig schnell, weil durch die Erschöpfung, durch die Konzentration, das ist eine Gefahr. Du fährst 5 Stunden und irgendwie nach 5 Stunden bist du mit dem Kopf woanders. Da solltest du eine Pause machen, und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Trinken und essen. Ihr solltet unbedingt jede Stunde etwas trinken und einen Happen essen. Also zum Beispiel eine halbe Banane oder einen halben Apfel oder einen Apfel, wie auch immer. Ihr könnt es jeweils in 2 teilen, damit ihr halt nicht so viel im Magen habt, damit ihr halt nicht Bauchkrämpfe oder sonst was bekommt, wenn ihr euch halt zu sehr anstrengt auf dem Motorrad. Und halt Wasser trinken. Es gilt 1/2 Liter pro Stunde Fahrt. Also in 10 Stunden Fahrt solltet ihr halt 5 Liter getrunken haben. Wenn es irgendwie geht. Ihr könnt es natürlich reduzieren, wenn ihr merkt, ihr seid die ganze Zeit nur am auf Toilette gehen. Sorry. Auf jeden Fall war das halt das. Und jetzt komme ich zu meinem Fazit. Hab ja alles Mögliche genannt. Hängt vom Motorrad und Fahrer grob ab. Und wie gut ihr euch verpflegt. Und die Verpflegung ist zu einem das Gepäcksystem und zum anderen halt Wasser und Essen regelmäßig. Und da kann ich euch bloß sagen, vergesst das Trinken nicht. Das wird wirklich